Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Schnelllade der Krone. Wir sind mitten im DLC und wollen tatsächlich weitermachen mit unserem kleinen Abenteuer. Unsere Reise bringt uns jetzt gleich nach Freestay und da oben ist ein Ordoch. Und Ordoch haben wir noch gar nicht. Das möchte ich gerne noch irgendwie mit einsacken. Ja, in der letzten Folge haben wir diese Höhle da erkundet und ja, bittererweise haben wir tatsächlich kein das Sulko nicht gefangen. Aber wir haben ein Dings mitgenommen, ein Lugok, das uns tatsächlich eingesackt wurde. Ich habe Diktri und so zurückgegeben, weil Lugok ist meiner Meinung nach viel cooler. So, dann fangen wir das mal ein. Das Ohr doch, das möchte ich gerne mitnehmen. Und dann auch direkt, Gott sei Dank. Oh, das gibt gute Erfahrungspunkte. Nein, ich möchte wohl noch kein. Ach, ich will es doch nicht im Team haben. Ich will es im Dings haben. In der Box haben. Mal kurz ein paar Supertränke ab. So. Jetzt komme ich hier runter. Oder wo muss ich lang? Ich muss ja außen lang, ne? Weil der auch die. Ja, ja, hier lang, okay. Ja, die Dynamax-Nester, die gucken wir uns mal ein bisschen an, weil das Ort auch das, was zwar eine Ort auch was da drin war. Haben wir jetzt. Oh, wir sind. Und damit herzlich willkommen in Freestyle. Das scheint so ein Bauernhof oder sowas zu sein. So ein Bauerndörfchen. Wo zumindest Landwirtschaft betrieben wird. Sehen Sie, wen haben wir denn da? Ein Gast. Dann mal herzlich willkommen in Freestay. Ich bin der Bürgermeister dieses Dorfes. Es kommt sehr selten vor, dass Reisende sich in unsere entlegene Ortschaft verirren. Bist du etwa auch hier, um mehr über den König der reichen Ernte zu erfahren? Was? König der reichen Ernte? Was? Oh, ich bitte um Verzeihung. Es geht mich natürlich nichts an. Wie unhöflich von mir. Es ist nur so, dass es kaum jemanden gibt, der Freestyle aus einem anderen Grund besucht. Ein Jammer ist es schon. Die Leute kommen deswegen von so weit her und am Ende muss ich sagen, dass es dabei um ein Märchen handelt. Lass mir dir wenigstens dieses Souvenir aus Freestyle geben, damit du nicht mit leeren Händen gehen musst. Ein Rundkrankpullover. Das ist ein Pullover mit dem Aufdruck des Königs der reichen Ernte. Leider hat das sich nicht so gut verkauft wie oft. Da haben wir einige Exemplare übrig. Dieses abgebildete Aussehen des Königs basiert auf uralten Beschreibungen. Deshalb ist der Kopf so ungewöhnlich groß. Aber vielleicht macht es das ja sogar wieder modern. Wenn du wissen möchtest, wie der König wirklich ausgesehen hat, solltest du einen Blick auf die Statue im Zentrum der Stadt werfen. Wir haben uns gerade so während deines Aufenthalts hier in den Schneeland das Pokémon an der Spitze des Teams mit seinem Pokéball holen und dem Team spazieren gehen. Also dann, ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt in unserem malerischen Örtchen. Hey! Hier bin ich! Hallo! Hier drüben! Hier ist diese Statue. Ach, lieber Lo, verfolgt mich. Das ist eine Statue von einem Pokémon. Es kommt ja vor, als würde ihr etwas fehlen. Ist das ein Lama oder was? Okay. Na gut, wir gehen mal rein in dieses Gebäude. Da wollte uns ja der gute Rose treffen. Oder Pioni, wie auch immer er heißt. Ah, da bist du ja. Diese Hütte wird unsere Unterkunft sein. Ich vermute, dass sie etwas, naja, öde wirken. Aber wir sehen das in einem anderen Licht. Denn für sie und sich ist sie unsere Expeditionsbasis. Die richtige Einstellung ist das Haar und Doof auf einem Abenteuer, weißt du? Gut genug Zeit verprasselt. Verquasselt. Lass mich erklären, worin das Ziel des legendären Pionier-Expeditionstrupps besteht. Um diese Gegend ranken sich verschiedene äußerst rätselhafte Legenden. Zum Beispiel, die Legendärin als Pokémon zu groß geraten im Kopf, dass die Einheimischen den König der reichen Ernte nennen. Oder
Legende von einem riesenroten Baum, um den sich fliegende legendäre Pokémon tummeln sollten. Und da gibt es auch noch die Legende von den Giganten mit den Punkten im Gesicht, die angeblich eine Art Ruine oder was schlummern. Und das sind ein paar Beispiele. Ich könnte so viele Legenden zu entdecken, damit weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Und der Pioni-Expeditionsraum wird nicht ruhen, bis jeder einzelne davon auf den Grund gegangen ist. Jawohl! Und du hast richtig gehört. Und das ist unser großartiges, grandioses Giganten-Eisdessel. Wobei ich zugeben muss, dass ich dieses Ziel lieber zusammen mit meiner kleinen Mila erreicht hätte. Aber vielleicht war das ja eine unglückliche Fügung des, du weißt schon. Und da warten absolut legendären Abenteuer-Expeditionsleiter. Was, ich? Aber sicher. Was glaubst du, würde passieren, wenn wir beide einfach unsere Expeditionsbasis verlassen? Meine kleine Mila würde herkommen und verzweifelt nach ihrem Papa suchen. Oder wäre nicht da. Niemand wäre da. Ich sehe schon vor mir, wie sie todtraurig und Papa seelenallein da sitzt und mich vermisst. Ah, der Gedanke bricht mir schon das Herz. Das darf ich auf keinen Fall zulassen. Dazu werde ich als Basisleiter hier die Stellung halten. Und du hast die Ehre, es mit dir zum Erfolg zu führen. Natürlich brauchst du dafür auch die passende Ausrüstung. Hier, das ist für dich. Ein Entdeckerset. So, okay. Na, welche Überraschung. Ja, sitzt wie angegossen. So habe ich der Outfit für einen Expeditionsleiter. Ich habe zu viel davon als Wechselkleidung für meine kleine Mila mitgebracht, dass ich locker ein Zettel an dich abdrücken kann. Wenn ich mal umziehen oder einfach nur ausruhen willst, wird einfach das Zimmer da. Das Tuch um den Namen habe ich übrigens in mehreren Farben dabei. Du kannst dir also eins aussuchen, das deinen Geschmack trifft. Jetzt kommen wir auch schon zum Wichtigsten. Hier, nimm. Meine Legendennotiz 1. Okay. Das ist das Foto von der Statue. Nummer 2. Der Steingigant schläft. Die Tür ist fast verschlossen mit der. Aha. Eisgigant. Ah, das sind Regigigas, Registil und Regirock. Und ich weiß noch nicht, wie das letzte heißt. Okay. Haben wir hier. Gesamtheit von Pony mit Legende der Vogel-Pokémon als einzigartige. So. Was haben wir aus Feuer? Die ist. Ist das Arctos Lava das Zapdos? Naja, wir schauen mal. Mr. Schabund, der legendäre König und sein treues Ross. Das ist das erste Abenteuer, was wir heute angehen. Oder was wir überhaupt angehen. Ja, mitten in Freestyle steht der große Statue von ihm. Das soll ein guter Ausgangspunkt sein. Obwohl er da nicht so einen guten, großen Kopf zu haben scheint, wie in meinen Notizen. Nö, ich mach das sofort. So, okay, dann leg da rein, dass jederzeit eine Basis vorbeischauen kannst, wenn du Hilfe brauchst. Wenn du dich verfehlen kannst, habe ich extra eine schnieke, selbstgebaute Expeditionsflagge vor den Eingang gestellt. Toll, oder? Damit kann das große Abenteuer schon beginnen. Viel Spaß da draußen. Ja, super. Und ich gehe mich mal kurz im Heilen, weil wir brauchen dringend ein bisschen KP-AP vor allen Dingen. Jo, dann können wir auf unser Abenteuer gehen, liebe Leute. Das scheint der Baum da zu sein, wo wir hin müssen. Das ist die Höhle von Regis. Von den Regis. Von den Regis-Ligis. Okay, und das weiß ich nicht, was das jetzt also. Okay. Und das ist die Statue. Jo, dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon auf Tour, oder nicht? Frage ist, wo geht's hier? Oh, das ist. Deine TP. Hier ist die TP 73 Mülltreffer. So. Dann verlassen wir das Freestyle und machen uns jetzt auf über Frostfeld. So, einige Pokémon haben wir schon, die sich hier auch so auftauchen. Das heißt, da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Ich guck mal, was wir hier noch so haben. Ah, und nicht nochmal.
Ach, das vermute ich, dass das hier Dings ist. Zickzacks ist. Brauchen wir nicht. Ist die Wunder? Okay, ist die Wunder, haben wir schon. Das haben wir schon. Ja, ist jetzt nichts irgendwie weltbekanntes, was uns jetzt irgendwie. Da ist was Neues. Und zwar ein weibliches Nidoran. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also, dass die hier rumlaufen. Gut, dass das Pokémon weiblich ist, das ist mir schon klar. Speichler. So, wir fangen es mal ein. Den Eintrag können wir gut gebrauchen. So. Wenn ich dir Nidoran einen Spitznamen geben, brauche ich nicht. So, PC-Box, ab damit. Okay, da kommen wir ja her. Das heißt, wir können eigentlich auch wieder hier weitermachen. Und da ist sogar das direkt das männliche Nidoran noch hinterher. Also die fangen jetzt direkt das nächste Pokémon mit. Wir brauchen sie schließlich. Ja, die Frage ist, ob ich die direkt fangen kann. Ja. Und das ohne es wirklich zu schwächen. Stallebo reicht aber nur eine 50. So, haben wir dir in der PC-Box. So, dann nehmen wir mal kurz eben hier. Komm her jetzt hier. Einen Riesenpilz mit. Oh, wie cool, ein Bronzong. Jetzt hier rausgehört. Das kann ich bei uns auch schon haben. Weil scheinbar sind wir jetzt gleich in der Regihöhle. Doppelkick. Vermutlich wird das eh nichts bringen, weil ich viel abziehen. Ja, natürlich nicht. Dann wird er auch den Feuerball wahrscheinlich ohne Probleme überleben. Metallzaun. Guck mal, was der Feuerball bringt. Ah, immerhin. So, dass ich ihn zumindest versuchen kann zu fangen. Und das will ich ja auch tun. Jetzt. Zwei. Drei. Und auch Bronzong wehrt sich nicht groß, sondern lässt sich ohne Probleme fangen. So, ab in eine WC-Box damit. So, was ist denn jetzt hier aufgetaucht? Primova. Mova kennen wir, glaube ich, schon. Ist schon uns gefangen, glaube ich, nicht, ne? Nein. Okay, wo sie. Dann versuchen wir es direkt zu fangen. Ja, und auch Primova geht ohne Probleme rein. Ja, wir nutzen jetzt gerade noch ein bisschen die Zeit, um die Ding um zu. Ist die Bonne, okay. So. Nein, ich möchte Bumba keinen nehmen. Und damit haben wir das auch.
So, Bronzong haben wir schon. Das war eigentlich in Jura haben wir auch schon. So, die Frage ist, läuft hier noch irgendwas rum, was jetzt noch dramatisch wichtig erscheint? Na, ein Top-Trank liegt noch hier rum. So, eigentlich haben wir, glaube ich, alles, ne? Ich muss auf hier rum. Bist du Nidorina? Ja, du bist Nidorina. Nidorina haben wir ja auch noch nicht. Ich sag, ich versuche so viele Pokémon wie möglich jetzt zu fangen. Level 63. So, Nidorina, die nehme ich mal kurz mit einfach. Ja, das ist der Grund, warum ich auf dem Account zocke und nicht auf meinem, weil wie gesagt, mit dem ich kann keine Pokémon hier fangen mit meinem Account, weil ich also einen Orden habe. Ich kann nur bis maximal Level 25 fangen und hier seht ihr ja gerade sind alle teilweise über 60 bis 65 bis 70 und dementsprechend kann ich es noch nicht groß fangen und hier kann ich es ohne Probleme fangen. Deswegen habe ich den Account genommen. Ich weiß nicht, wie gesagt, nicht, wo mein Spielstand ist. Ich habe keine Ahnung. Ich ärgere mich gerade, weil ich eigentlich gerne mit euch das weiter eingegangen wäre. So, okay. Dann haben wir das. Hier ist noch irgendwo ein Item, was hier gerade noch blinkt. Ich sehe das schon. Wundersaat. So, nehmen wir das mit. Ja, dann steht eigentlich morgen als erstes dieser Tempel hier an. Ich vermute, dass das die Regihöhle ist. Na, erstmal ist da oben noch ein Item, was ich gerne noch mit einsacken würde. Piep, 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 piep. Hallöchen, ich bin's Fioni. Wie steht's? Wie geht's? Sagt mal, was hast du denn für eine rätselhafte alte Ruine gefunden? Wenn es ja einer dieser Orte ist, an dem sich so ein Gigant aus der Legende rumtreibt. Fressigen Wesen. Wie, das war's verschlossen. Da hat eine rätselhafte Nachricht angraviert. Das war der passende Titel für diese Expedition. Aufregende Entdeckung. Legendäre Giganten und verschlossene Tore. Na, ein wahrer Geniestreich, oder? Na schön, Expedition ist halt da. Dann mach dich mal ins Werk und zeig, was du kannst. Ja, das machen wir aber nicht heute. Das machen wir dann in der nächsten Folge, weil ich will eigentlich nur gerne dieses Item noch schnell mitnehmen hier. Und zwar ist das die TP70 Lichtkanone. Und dann geht's in der nächsten Folge, liebe Leute, weiter. Wenn da jetzt nicht noch irgendwas ist, nö, ist da nicht. Geht's in der nächsten Folge weiter mit eben Gena. In dem Tempel, wenn man da überhaupt rein. Kommen wir da rein? Hallo, auf der Tisch steht etwas geschrieben. Das ist ein helles Geräusch ertönt, das den Schlaggiganten erregt. Ein helles Geräusch, cool. Was? Ich verarsche. Was für ein helles. Was für ein helles Geräusch. Habe ich irgendwie was übersehen, was wir jetzt brauchen? Was zur Hölle? Keine Ahnung. Da irgendwas was drauf, was jetzt irgendwie groß wichtig wäre. So ein helles Geräusch ertönen. So ein helles Geräusch. Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich erkunde mich und dann machen wir es in der nächsten Folge, liebe Leute.
vielleicht schauen wir dann einfach mal. Ne, bis dahin oder Wiedersehen. Wir sehen uns morgen wieder. Um 20 Uhr dann.